Hallo Far Cry Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen zurück zu unserem gemeinsamen Wir helfen endlich mal dem Volk der Insel. Let's play. Das letzte Mal haben wir hier hinten hier so einen Typen umfallen lassen. Mal gucken, ob ich seine hässliche, widerliche, minderwertige Leiche noch irgendwo finde. Hier, gammelt er rum. Und jetzt werden wir woanders hingeschickt. Mal nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Es ist ja nach wie vor, das ist so eine Aufgabe. Wir sollen drei Dinge besorgen, damit einer wieder happy ist. Das erste war eine Kette von seiner Mama. Das zweite sind die Fußnägel von seiner Mama. Und das dritte ist was zu essen von seiner Mama. Was ist denn da los hier? Leg dich mit Tom Thompson an und du stirbst wie alle dann. So, der Spruch kommt nicht von ohne, da ist nämlich was Wahres dran. Durchsuche die Wache der Leiche. Durchsuche die Leiche der Wache. Ja, gucken wir erstmal, was die anderen Klappstühle dabei haben. Eine gefälschte ID-Karte. Guck sie dir an, ne? Das sind schon Illegale hier. Und, was hast du dabei? Eine Elfenbeinfigur. So, so. Nilpferde jagen oder Elefanten. Alle an der Wand stellen. Noch eine DVD-Raubkopie. Ich glaube, wir haben hier so einen Raubkopierring hochgenommen. Wo liegt denn der Typ? Das Fahrzeug muss repariert werden. Das ist schön, aber wo oxidiert der Typ zum Geier rum? Hier liegt er. Ah, Halskrause. Hattest schon einen Unfall mit dem Auto, oder? Was hast du denn dabei? Rosenholzmesser. So, nächstes Ding. Erstmal hier, komm. Spritze in den Arm. Ach, besser als jeder Kaffee. Und jetzt schauen wir mal, was hier unten so abgeht. Nee, also das ist hier nach wie vor. Bei mir ist immer noch Dienstag, der 29. Ich nehme drei Folgen am Stück aktuell auf. Grüß dich. Mann, warst du gerade groß oder Mann, war ich gerade klein? Was ist denn jetzt hier eigentlich? Ah, hier, komm. Da hast du erstmal ein bisschen was wieder. Ist kein Zeugs. Ein Mann braucht Kontakt zur Vergangenheit oder seine Zukunft ist wertlos. Hier, das ist für deine Hilfe. Danke. Gut, dann bis später, Peter. Bis später. Bevor mich die Piraten suchen. Ja, alles klar. Viel Glück. Danke. Vaters Bürde. Damit haben wir das einfach. 500 Kröten. Da haben wir zumindest unseren Pokergewinn wieder drin. Sprich mit Herc. Machen wir auch bald. Müssen wir bald mal machen. Hier liegt auf jeden Fall eine Truhe rum. Die gucken wir uns auch nochmal an. Roter Pokerchip und ein Granätchen. Das macht Spaß. Da bin ich dabei. Ich würde auch mal sagen, wir gucken mal auf die Karte, wo die nächste Mission hier startet. Hier. Aktuelles Ziel. Ach, soll ich es wieder probieren? Wisst ihr was? Schnellreise. Wir holen jetzt erstmal den Turm. Neue Folge, neues Glück. Ganz gechillt das Ganze angehen lassen. Lädt Krieger, das ist gut. Und lädt Reise, das ist sogar noch besser. Weil, ihr könnt euch noch erinnern, vor zwei Folgen, wo wir so tierisch... Oh Gott, das war so dramatisch. Ich mag mich gar nicht dran erinnern. So, was haben wir denn hier? Asteroidvorfall. Was, Asteroidvorfall? Medipack, nehmen wir mit. Aus dem Weg, Tür. Mein Name ist Foster. Bist du für ein Vogel? Naja. Die sehen alles andere als fit aus. Vielleicht kletterst du hier mal rüber. Ja, das könnt ihr, oder? Aber mal eure blöde Insel selber zu befreien, das kriegt ihr nicht hin. Ach, Mensch. Warum eigentlich? Keine Ahnung, was es soll. Aber einfach mal mitmachen. So, nee, wir holen uns jetzt erstmal so einen Funkturm wieder hier. Einsteigen. GTA-like, hier, das Ding gehört uns. Ich glaube, die Straße runter, den Funkturm haben wir schon. Andere Richtung. Yeah. Will Smith im Radio mit dem ganz gechillten, was war das? Baustelle auf der Insel. Ja, sowas gibt's auch hier. Ihr werdet lachen, aber ich habe absolut vergessen, wie die Insel eigentlich heißt. Das ist ein Hawaii-Mädchen. Nennen wir es Hawaii. Nennen wir es einfach Hawaii. Blick auf die Karte. Sind wir auf dem richtigen Weg? Nein. Andersrum. Das kann nicht sein, oder?
Wo geht denn das hier hin? Okay, geradeaus einfach runter. Geradeaus runter ist eine Spezialität von mir. Das geht nämlich ungefähr so. Alja. Alja. Geradeaus runter hier. Alja. Flieg. Aua. Au. 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 Toll. Ja, Lied schmecke toll. Als ob ich schmecken würde, wie ich jetzt verkugelt bin, oder wie? Lied Wahnsinn. Den hatte ich doch gerade eben schon geladen. Gut, also wieder zurück zum Ernst der Lage, weil so lustig ist das Ganze nicht. Das ist kein Spiel, was man mit Spaß spielen sollte. Das ist ein Spiel, da musst du Ernst an den Tag legen. Piraten. Wo? Der Teufel soll sie holen. Ja, der Teufel. Leibhaftig. Alle soll er sie holen. Die Piraten hier. Gut, ich lasse die Truhen gerade Truhen sein. Wo geht's jetzt aktuell eigentlich hin? Laufe ich in die richtige Richtung? Wo laufe ich denn jetzt eigentlich hin? Jetzt echt mal hier mal ganz blöd. Da ist unsere Mission und wir wollten eigentlich diesen Turm hier erobern. So für den Anfang mal. Wegpunkt. Darunter will ich. Ja, ich sehe ihn am Horizont. Oh, da kann man hinflattern. Oh, da wäre Batman ja richtig neidisch drauf, so wie wir das gerade hier am Flattermann machen. Ja, Jason, nimm Schwung. Ist es nicht schön? Einfach so ein bisschen rumzufliegen, ohne dass wir uns, dass wir Angst haben müssen, dass wir hier gleich jederzeit irgendwie eins auf den Deckel bekommen. Ein bisschen hochsteigen. Wir können ja aussteigen, wir haben unser Batman-Kostüm auf jeden Fall an. Ich probiere halt aber trotzdem den Flieger schön gechillt da unten zu landen. Komm hier, nimm mal Geschwindigkeit auf. Irgendeine Möwe, die irgendwie auf meinem... Naja, alles gut. Das fällt doch auf, wie mit so einem Anzug. Ah, das ist gar nicht der Wingsuit-Anzug. Das ist der Anzug der Bösen. Die Achsenmächte der Insel. Das habe ich auch so dick. Warum kann es zum Geier mal kein Spiel geben, wo zum Beispiel die Achsenmächte mal gewinnen? Entschuldigung. Aua. Aua, weg den Kram. So, erstmal ganz kurz einen Überblick verschaffen. Ja, da kennst du was hier. Ich breche mir absichtlich die Achsen. Spritze in den Arm. So, mal gucken, wo ist hier die erste Treppe? Jetzt mal im Ernst, wo geht's denn hier hoch? So, so, die Türme komplizierter machen, das könnte oder wie? Ah, warte mal hier. Alle. Hopp. Ne, oder auch nicht. Bin ich jetzt total... Hä? Da ist zumindest schon mal ein Seil. Hm, oh, wie der knirscht. Ich will da eigentlich gar nicht hoch. Also das ist mal wieder mal alles andere als vertrauenserweckend, was hier abgeht. Aber wo ist denn hier ein Seil? Oder hätte ich gleich oben einschlagen sollen? Wäre das vielleicht besser gewesen? Es muss doch hier einen Aufgang geben, also beim besten Willen. Hier, komm. Der weigert sich. Der weigert sich, da hoch zu kraxeln. Man wäre mal in GTA, der würde ja wie eine 1 hier hochmarschieren. Aber na, der Jason, der Lack ist vom Schuh. Der mag das nicht. Okay. Schauen wir in die Putzerin hier. Bitte Muni mitgenommen. Gut, dann eben nicht. Was ist denn hier noch auf der Karte unterwegs? Hier, da ist so ein blöder Außenposten, den holen wir uns jetzt. Da kenne ich nichts. Das ist das Leichteste der Welt, so einen Außenposten einzunehmen. Glaube ich ja überhaupt richtig. Wenn es daran schon scheitert, dann ist es schlimm. So, wir können dabei gleich mal unsere neue Sniper ausprobieren. Hier, yeah, Captain Pro Snipes for the win. Das hat er gar nicht mitbekommen. Das hat... Ja, Alarm! Die haben bloß einen Turm, oder? Yep. Und ja, ich habe gelernt, Angriffe immer von oben. Weil es ist immer einfacher, von oben nach unten zu schießen. Hi! Was warst du gerade? Oh, unser Gewehr. Es gibt viele Gewehre, aber dieses ist unser Gewehr. Weißt du, was ich sehen kann? Ah, zu langsam.
Ach Mist, hier, Pro Snipes, am Arsch mit Pro Snipes. Oh, da sind einige unterwegs. Ja, toll. Sind in 30 Sekunden da. Sniper? Sniper? Wo ist er? Wir kommen von Osten. Wegen mir, kommt halt ruhig alle her, da spare ich mir im Weg und muss nicht zu euch laufen. Spritze. Ach, Silencio hier. Ich sehe die Typen ja nicht mal. Ja, ich weiß, mit der Kamera wäre das Ganze ein bisschen... Du bleibst hier. Du läufst mal nicht mehr weg hier. Komm mal mit. Ja, hier kannst du rumoxidieren. Viel Spaß dabei. Nein! Nicht wieder failen! Oh, was kann der ab? So, machen wir es halt so, verdammt nochmal. Wir kriegen das doch irgendwie hin hier. Das ist doch zum Mäusemelken hier. Gut, ich weiß, effektiv ist was anderes. Normalerweise kundschaftet man erstmal seine Gegner aus. Guckt, wo haben sie die Türme stehen? Im Pornomagazin. Ja, wer jetzt denkt, das Ding verkaufe ich? Ja, der hat auf jeden Fall recht gehabt. So. Wo? Das Gewehr knallt auf jeden Fall rein, das gefällt mir. Gibt's eigentlich die Waffen, muss es da eigentlich auch Multiplayer-mäßig geben, oder? Hier, guckt ihn euch an. Der weiß noch gar nicht, dass er tot ist. Kurz nochmal nachgeladen. Hat dir noch einer so ein schönes Magazin dabei? Hast du, was hast du eigentlich dabei? Nein, nicht Waffe wechseln. Ja, das wurde mir auch geraten. Ich sollte auf jeden Fall dafür so getragen, dass ich irgendwie eine Standardwaffe immer dabei habe. Weil die Söldner haben halt nicht so viel Geld. Die sind in Joint. Ja, Pornomagazin und Joint. Ich glaube, der Abend ist gerettet. Nein, ich bin kein Geier. Ich bin Tom Thompson. Wo ist denn hier ein Gegner, hä? Spritzerin. Das war ein bisschen wie lebensmüde. Nein! Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Ganz ruhig, ganz ruhig. Gut. Gut. Es kann nicht sein, dass wir keinen Außenposten mehr einnehmen können. Okay, psch. Erkunde die Insel. Oder greife irgendwelche Vollidioten an. Wo ist der zweite Turm zum Geier nochmal? Gut, die greifen mich nicht an. Solange ich nicht angreife. Da ist der erste Turm. Ja, da hinten ist, glaube ich, der zweite. Eins, zwei. Ah, die sind sogar beide auf der Karte eingezeichnet. Na dann. Okay, ganz gechillt, ganz ge... Ah, da oben ist er doch, oder? Grüß Gott! Ich sehe aber diesen roten Kasten nicht. Da ist er. Grüß Gott! Immer begrüßen. Umso unauffälliger sind wir. Man, ihr seht ja auch die ganzen hier Piraten, die rennen ja auch alle mit grünen Snipergewehren hier durch die Gegend. Insofern gefallen mir da überhaupt nicht auf. So, okay.
Ich will mal wieder ein Erfolgserlebnis. Ah, vorbei. Au. Au. Warum schon wieder Verstärkung? So, wie viele Türme haben denn die Kunden? Wir kommen von Osten. Sag mal, hab ich irgendwie, ich guck mal kurz meine Hände an, hab ich Grütze an der Hand? Gut, dann machen wir eben keine Außenposten mehr, wenn wir da die ganze Zeit noch auf dem Kopf kriegen. Drei Türme. Drei blöde Türme. Das kann nicht sein. Nee, ich will das wissen. Der ist weg. So, jetzt gucke ich mal ganz genau hin. Das kann nicht sein, dass sie so viele Türme haben, beim besten Willen. Wir hatten denen erlaubt, so viele Türme zu bauen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ruhe! Was ist denn jetzt schon wieder? Leute, ich bin noch nicht mal im Gebiet. Ach, das ist doch... Ja, toll. Wir sind alle in 30 Sekunden da. Ich bin sowieso am Arsch. Kannst sagen, was du willst. Der hilft mir der Joint nicht weiter. Da habe ich gar keinen Bock mehr. Da habe ich keinen Bock mehr, echt. Heilen! Da! Das geht. Das geht mir echt nicht in den Kopf rein. Ich schieße jetzt auf niemanden mehr. Ich gehe jetzt Bäume umarmen. Ja, lädt beobachte. So, willst du mich trollen, liebes Spiel, oder wie? Ich klaue mir jetzt den Jeep und verkrümel mich. Ich fahre jetzt zu meiner Mission. Ihr könnt mich mal. Habt halt eure Außenposten sicher. Ist mir auch egal. Ist mir einfach egal. Hab ich keinen Bock mehr drauf. Hab ich keinen Bock mehr drauf. Echt. So, rausgezoomt. Wo ist unsere nächste Mission? Hier ist unsere nächste Mission. Was liegt auf dem Weg zu unserer Mission? Richtig, ein Außenposten. Nehmen wir diesen Außenposten ein. Selbstverständlich. Warum? Weil ich blöd bin. Es kann doch nicht sein. In der letzten Ausgabe, wir waren so erfolgreich. Wir haben Poker gespielt. Und in dieser Ausgabe, wir gammeln uns einen Kram ab hier. Lädt Kopf. Mit Köpfchen spielen. Genau. Und die Mama müssen wir ab und zu auch mal fragen. Lädt Tatan? Was ist ein Tatan zum Geier nochmal? Mach mal auf hier das Ganze. Hier. Hier, Fußball haben sie gespielt. Buggy ist am Start. Lada ist am Start. X-Klo ist am Start. Wo sind wir aktuell? Hier. Genau hier vorne ist der Außenposten. Es muss doch wieder mal einen Außenposten geben, den wir einfach mal so einnehmen können. Es kann nicht sein, dass die alle sowas von kompliziert sind. Okay, da ist eine Trötröt. Da hinten ist auch eine Trötröt. Ganz kurz zoomen. Okay. Ich stehe hier und singe und mache Fotos von... Das reimt sich nicht. Was ist mit dir los? Was ist los? Hä? Headshot, der überlebt das? Warum überlebst du einen Headshot? Ach Mann! Es geht schon wieder los! Und wenn es das letzte ist, was ich in dieser Episode tue, dieser Außenposten gehört uns.
Spritze rein. Was ist das? Die Bum-Bum-Zwillinge hier, oder wie? Los, komm her, du Kunde, du! Niemand legt sich mit uns an! Warte mal, pass mal auf. Bam! In your face! So, noch eine Frage hier. Spritze. Ja, wo ist denn der Kunde? Richtig, hast du recht. Okay, Snipergewehr. Wir wissen ja, zwei Schuss aus dem Ding. Und der Typ ist weg. Wir kommen von Osten. Hier kommt niemand mehr vom... Was ist denn das da oben für eine Party? Spritze. Es geht nicht anders. Wir müssen einfach hier... Ey, der war im Fuß. Headshot. Nächster. Vorbei. Bauchschuss. Headshot. So, nächster hier. Wer hat jetzt noch ein Problem mit mir? Das kann da nicht sein. Rüber hoch. Vorbei. Da kenne ich nichts. Ich habe genug Munition. Ihr braucht gar nicht denken, dass ich hier jetzt hier hinten irgendwie die Segel streiche. Vorbei. Ich komme jetzt rüber. Das ist mir jetzt so blöde hier. Denkst du, ich habe ewig Zeit oder wie? Hier, Spritze in den Arm. Da ist genug Koffein drin für euch alle. Eben mal ein bisschen plündern. Was hast du dabei? Nimm. Ja, toll. Alle auf Droge hier. Kann ich hochrennen und nach deinen Kollegen zu gucken. Bam, renn damit. So, Außenposten beseitigt, würde ich mal sagen. Was nicht? Okay, also irgendwo eine Zahncreme. Jetzt können wir uns ja nicht mal Zähne putzen. Wie lang sind wir auf der Insel? Ja, jetzt können wir nicht mal Zähne putzen. Ja. Boot kommt noch. Hallo, 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 ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, hier unten ist im Boot ist noch einer. War einer? Jawoll! Es geht doch! Wir haben den Fluch gebrochen! Mann! Verdammt nochmal, ey! Ja, wo ist jetzt der letzte hier? Zeig dich, komm her! Oh Gott, wir haben gerade mal der Halbzeit voll. Hier, Tellermin! Automatischer Shop. Wenigstens haben wir endlich wieder mal einen Außenposten. Eine neue Rennliga ist da. Eine neue. Wir brauchen irgendwelche Viecher, müssen wir töten hier. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Wir können das doch. Wir können das doch. Das weiß ich doch. Gehen wir erstmal gucken, ob es hier irgendwas Schönes, Interessantes gibt. Endlich wieder mein Laptop. Da haben wir auch schon relativ viele. Memory Card. Ein Joint haben wir auch noch gefunden. Medipack. 8 Stück. Dann haben wir das auch fertig. Es wächst und gedeiht. So, jetzt verkaufen wir erstmal den ganzen Schmarrn, den wir sowieso nicht brauchen. Weg damit und dafür rüsten wir unsere Munition wieder ein bisschen auf. 500 Öcken. Naja, was soll's. Oh. Also ist schon mal beruhigend zu wissen, wir können es wirklich noch. Es ist nicht so, dass ich wirklich blöde bin, sondern wir haben es immer noch drauf. Wir sind immer noch die Könige der Insel. Darum geht's doch. Genau, Blume.
Ja, jetzt kommt er an. Wisst ihr? Es gibt ja immer noch was zu tun. Ja, danke. Danke für den Hinweis. Also, ob ich das nicht selber wüsste, beim besten Willen. Also. Die schöne Muschel. Als ob ich da irgendwas von hätte, von der schönen Muschel. So, Blick auf die Karte hier. Zeit haben wir noch ein bisschen. Wir wollten eigentlich zu der Mission, wollte ich eigentlich hin. Ja, Wegpunkt. Ab geht die Post. Ist ja gar nicht mal so weit weg. 250 Meter. Hui. Hui. Also ihr seht an der Meteranzeige, ich glaube, Springen und Rennen ist optimal, um sich fortzubewegen. Noch optimaler ist einfach ein Auto ohne Windschutzscheibe. Alle Sportmodelle haben keine Windschutzscheibe. Demzufolge haben wir hier ein richtiges seltenes Modell erwischt. Wir haben auch schon ein Modell am Motor. Das Ding ist hochgezüchtet ohne Ende. Was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Das ist der Ort. Welcher Ort? Ein paar Fotos von den Anführern. Was für Anführer? Ja, Fotos machen. Das kann ich. Ich habe gesehen, wie das geht. Fotos machen. Sightseeing-Tour. Ich soll mal einmal auf eine Waffe wechseln, die auch dafür prädestiniert ist. Wo ist ein Checkpoint? Ah, ich soll hier hoch, okay. Mache ich alles, was das Spiel will, mache ich. Ich soll hier rüberhangeln, mache ich. Bam. Grüßt euch. Ich bin nur hier, um ein paar Fotos zu machen. Ja, ich weiß, ich lasse es gerade bisschen wie hängen, das Ganze hier. Dann hätte ich nicht einfach den Weg ein bisschen noch... Ah, nee, stimmt, da fehlt ein Stück Weg. Mahlzeit. Ich bin Foster. Weil ich der Röhrig bin, das weiß doch jedes Kind. So, jetzt gehen wir hier mal hoch und machen mal ein paar gescheite Fotos hier. Wenn sonst noch jemand Model stellen will, stehen will, einfach nur melden, kein Problem. Vorausgesetzt, du hast die Maße 90, 60, 90 und das andere Bein bitte genauso. Was denn für ein Treffen zum Geier? Welches Treffen zum Geier? Verfluchte Hitze. Personalliste. Muss ich unbedingt haben. Was tust du da, Mann? Fotos von der Natur und so. Ich muss den Truck irgendwie sprengen, damit er nicht weg kann. Upsi, tot. Mann! Das war die Aufregung. Was tust du da? Gut, den Typen muss ich vorher abknallen. Oder niedermeucheln. Aber manchmal, ich glaube echt, ich müsste mir einfach ein paar mehr Gedanken dazu machen. Muss ich unbedingt haben. Ja, schon ist er weg. Ich muss den Truck irgendwie sprengen, damit er nicht weg kann. Lauf, 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 lauf. Der muss auch weg. Lass ihn fallen, den brauchen wir nicht, den Kunden hier. Alle ab. Ich glaube, das ist falsch, was ich aktuell mache. Bin mir aber nicht ganz sicher. Scheiße, die gehen. Ich muss sie aufhalten. Der Sound sagt mir, wir haben gefailt. Ja, und das Spiel sagt mir auch, wir haben gefailt. Oh, das ist jetzt mal richtig mies. Wie soll ich denn da rüberkommen in der kurzen Zeit? Fährt der weg nach 50 Sekunden oder bleibt er stehen? Tja, das ist die Frage. Schmecke. Soll ich an meinem Lauf lecken oder was? Muss ich unbedingt haben.
Ich muss den Truck irgendwie sprengen, damit er nicht weg kann. Bam! Scheiße, die gehen. Ich muss sie aufhalten. Ich probiere jetzt einfach alle von hier, von der Distanz zu erledigen. Okay, ganz kurz konzentrieren, ist alles kein Problem. Der ist weg, jawoll! Mann, wer ist der stille Assassine hier? Wir sind das! Vorbei. Weg! Haha, ich hab Holz um mich rum. Okay, der Typ ist weg. Au! Da! Mann! Lädt Reise, ja. Reise ins Nirvana, oder was? Das ist... Also manchmal könnte ich echt... Manchmal könnte ich echt irgendwie so... der Faust nehmen und einfach sagen... Gut, jetzt hast recht. Unbedingt haben. Komm! Ich muss den Truck irgendwie sprengen, damit er nicht weg kann. Bam! Scheiße, die gehen. Ich muss sie aufhalten. In your face hier. 80 Kilometer, das ist mir wurscht. Vorbei. Komm, halt die Luft an, mein Freund. Headshot. Okay, aufpassen. Jetzt müssen wir echt aufpassen, dass hier keine anderen Typen auftauchen. Ja, wer ist da oben geblieben? Hältst du es jetzt schon hinter dir? Wo rennst du denn jetzt hin? Na, lauf erstmal. Aber drin. Okay. Jetzt Heilung drin. Okay. Und jetzt zusehen, dass wir irgendwie dahinter kommen. Halt. Wir machen das von hier oben und wir tasten uns systematisch voran. Die können ja nicht mehr abhauen. Warum? Da gibt es keiner mehr, der. Da gibt es keinen mehr, der abhauen könnte. Okay. Auf dem Weg dahin gibt es aber noch einige, die uns irgendwie. Tja, hättest du es befolgt, mein Freund, ne? In your face hier, verdammt nochmal. Wir können das. Ich weiß es doch. Wir können das. Und das besser als jemals zuvor. So, wie kommen wir jetzt eigentlich hoch zum Geier nochmal? Hier geht, glaube ich, nichts weiter. Ne, hier geht auch nichts weiter. Wir sollten hier irgendwie, wir müssten hier irgendwie mal die Richtung wechseln. Alle ab. Nicht ins Feuer. Hoch. Und rüber. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Ach Mann. Ich will niemanden enttäuschen, aber an dieser Stelle... machen wir einfach mal einen kleinen Cut, lassen unsere Nerven wieder zur Ruhe kommen. Ich bedanke mich bei allen, die bis jetzt zugeschaut haben. Wenn dir diese Folge trotz des Fails am Ende ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es heißt, wir holen uns endlich die Karte, wir holen uns die Kartei, damit wir endlich wissen, wer da irgendwie was mit zu tun hat. Mit dem Ding da, ihr wisst schon, mit der Mission und so. Ganz geheim. CIA.
Ja. Gruß an Obama an dieser Stelle. Vielen Dank auch fürs Zuschauen an deine Person. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Far Cry 3 Let's Play. Hier bei eurem Tom. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und ja, Klick und weg, würde ich mal sagen. Ne? Schönen Abend euch noch. Bis denn.